Ja, herzlich willkommen zurück. Minecraft Folge 23 auf der Suche nach einem Eichensetzling. Nee, Eiche haben wir ja. Birkensetzling. Und vielleicht sogar ein Tropen. Wow, was ist da oben? Cool. Ein Tropensetzling. Tropensetzling? Tropenholzsetzling. Was ist hier los? Akt X oder wie? Krass, natürlich cool gemacht. Oh, wir sehen, was hier ist. Was da hinten ist. Das ist halt das Geile an der Xbox 360-Version. Ist halt sehr, sehr abwechslungsreich, weil die Biome nicht so groß sind. Kann natürlich auch ein Nachteil sein, gell? Aber man hat hier eben einfach mal mittendrin so eine schöne Pilzinsel. Das finde ich irgendwie cool. Wo es einfach mal stockenfinster ist hier drunter. Was ich denke ich mal gleich aufhält, hoffentlich. Sonst sehen wir ja nichts. Wo es auch wunderbare Pilzkühe gibt. Da. Sehr, sehr cool. Hier ist die Pilzkuh davor. Hier. Die hat Pilze auf dem Rücken. Sehr, sehr geil. Aber die lass mal leben, weil sie einfach cool ist. Und ihr seht, wir schwimmen unsere Karte ab. Weil, wie gesagt, ich möchte gerne, dass wir Eichensetzlinge finden. Birke, immer noch Birke. Birkensetzlinge finden. Ja, und dann kommt wieder leider so ein kleiner Minuspunkt an der Minecraft Xbox 360 Version. So ein kleiner Wermutstropfen. Leider ist die Karte nur. Leider nur eine Kartengröße groß. Das finde ich ein bisschen schade. Und ich weiß nicht, ob die da jetzt noch in die Karte aktualisiert haben. Man hat ja gesehen, es waren so ein paar kleinere Bugs drin und so, wo wir wieder eingestiegen sind vor zwei Folgen. Dass wir. Jetzt wird gespeichert, dass wir. Ja, vielleicht kein Dschungelbiom drin haben. Das fände ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Das wäre wirklich doof. Und, ja, finde ich halt ein bisschen schade. Sage ich jetzt, finde ich wirklich schade. Ich finde es schade. Habe ich schon gesagt, dass ich es schade finde. Finde es sogar doof, weil das dann nicht die Möglichkeit, dann an dieses Holz ranzukommen. Wir wollen ja nicht cheaten oder sonstiges. Ja, das finde ich halt ein bisschen blöd. Finde ich wirklich blöd. Ja. Da hinten haben wir immerhin schon mal einen schönen Birkenwald, schönen Mischwald. Und es ist irgendwie eine verrückte Karte. Hier ist irgendwie alles ganz nah aneinander, macht irgendwie keinen Sinn. Gucken wir mal hier, ob die Leute hier vorne. Und irgendwie droppe ich keine Hühner mehr, kann das sein? Hallo, Freunde. Ja, die haben kein. Keine Karotten und so. Haben die alles leider nicht. Und hier geht's auch schon los mit Birken abbauen. Finde ich gut. Gefällt mir. Denn wir brauchen ja nicht nur das Holz, sondern auch die Setzlinge, damit wir ein bisschen. Schön, damit wir es uns ein bisschen schöner machen können. Es gibt leider auch noch keine Strohblöcke, soweit ich gesehen habe. Finde ich auch ein bisschen schade. Fand ich auch echt ein cooles Feature. Und ja. So, damit wir dann halt auch wirklich alle Holzsorten in der Nähe haben. Nämlich die. Sammle ich jetzt erstmal die verschiedensten Holzsorten ein, damit wir da nicht allzu viel durch die Kante laufen müssen. So, gucken wir mal, ob hier ein Setzling gefallen ist. Nee. Dann bauen wir mal weiter ab. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Was gibt's Neues? Ja, demnächst. Ach ja.
Dieses Let's Play werde ich immer im Wechsel machen mit einem anderen Let's Play, damit es eben nicht verflucht, damit es eben nicht langweilig wird, großartig. Okay, Kohle. Cool. Die nehme ich natürlich jetzt mit. Ihr wisst, wie es ist. Werde das hier mal schnell ausleuchten. Aber nur bis hierhin, weil weiter gehe ich nicht rein. Ich möchte ja. Ist ganz schön löchrig alles hier. Das finde ich manchmal sogar ein bisschen nervig an Minecraft, dass die einfach zu. Die Karten manchmal zu löchrig machen, meiner Meinung nach. Es reicht, wenn du einen Höhleneingang in der Nähe hast und dann ist auch schon wieder gut. Man muss es ja nicht übertreiben. So, eine Höhle, die richtig weit verzweigt ist. So, und wo man dann auch mal wieder ein Stück laufen muss, wenn die Höhle auch zu Ende ist. Finde ich manchmal richtig nervig, musst du da alles zubauen. Und wenn du das zugebaut hast, willst du dann ein Haus drauf bauen mit einem Kellergewölbe. Und dann musst du wieder das alles frei buddeln und kannst nicht einfach nur normal in die Tiefe buddeln. Und das ist irgendwie nervig. Und naja, das ist ja alles auch so ein bisschen Geschmackssache, muss man zugeben. Ich finde es nicht so klasse, muss ich zugeben, aber jeden Tierchen sein Pläsierchen, wie man sagt. Also jeden das Seine möchte ich nicht sagen. Sagen leider viele, finde ich nicht so klasse. Aus googelt einfach mal jeden das Seine. Und dann seht ihr, warum das nicht so nicht, warum ich das nicht ganz so toll finde. Und ja. Ja, wie gesagt, Minecraft immer im Wechsel mit einem anderen Let's Play. Weil das mir dann echt ein bisschen zu. Ist halt dann einfach zu viel. Und ich habe es ja auch vorher immer gemacht. Immer 5 Folgen Minecraft, 5 Folgen was anderes. Diesmal werde ich es nochmal 4 Wochen machen, weil ich ja nicht mehr 6 Videos die Woche, 6 Videos die Woche mache, sondern nur noch 4 erstmal vorläufig. Es nimmt schon viel Zeit in Anspruch und seid mir deswegen bitte nicht böse oder sonstiges. Hatet mich nicht. Was auch immer. Man muss eben auch einfach mal Zeit haben für andere Dinge. Wie es ist ja für mich ein Hobby. Ich gebe das zu. Das ist für mich ein Hobby. Ich will da. Wenn mir eben keiner zuguckt, wie es eben gerade ist. Jetzt sind wir mal ehrlich. Gucken mir 3 Mann zu. Für die bin ich sehr, sehr dankbar und freue mich riesig. Auch, dass die Abonnementzahlen gerade ein bisschen hochgehen, dass die Leute mir nette Sachen drunter schreiben, finde ich echt super. Grüße an euch an der Stelle. Und ja, das finde ich halt. Oh, Lava. Finde ich halt cool, dass ihr euch da meldet und dass ihr da schön mitmacht. Finde ich echt super. Danke euch an dieser Stelle nochmal dafür. Und ja, wir gehen jetzt erstmal wieder Richtung Heimat. Jo, finde ich echt gut, dass ihr euch ab und zu mal meldet bei mir und dass ihr auch ab und zu mal zuschaut. Ja, ich weiß, dass ich absolut keine Konkurrenz bin gegenüber Let's Playern, gegen andere Let's Playern. Wie gesagt, ich mache das ja auch nur wirklich hobbymäßig und habe einfach Spaß am Spielen und möchte euch die Möglichkeit geben, da einfach ein bisschen mitzuzugucken. Und ich denke, da ist eigentlich nichts verkehrt dran. Und ja. Holen wir noch schnell mal hier die Kohlen ab. Ist wie wenn der Gehaltscheck kommt. Ich hole mir erstmal die Kohlen ab. Jetzt habe ich hier natürlich Mist gebaut, wie man sieht. Ja, Kohle an der Erdoberfläche ist auch nicht allzu oft. Habe ich hier Stein mit? Ja, 2 Steine. Das finde ich nämlich gerade ein bisschen nervig. Ihr merkt, ich muss mich. Die Steuerung ist gerade noch ein bisschen hakelig bei mir. An die muss ich mich erst wieder gewöhnen. Okay. Gucken wir mal rein. Jo, supi. Okay.
Weihnachten war das auch. Schaut euch diesen tollen Himmel an. Ja. Was gibt's noch Neues zu erzählen? Unser Dorf möchte ich halt jetzt noch richtig schön ausbauen und dann werden wir uns so ein paar Sachen ausdenken. Ich fand ja damals das Sommerland-Projekt von Sarazar fand ich ja damals wirklich echt super. Und ich finde es schade, dass da die Community so einen Stress gemacht hat und deswegen, dass so, auch deswegen, dass so ein bisschen untergegangen ist, finde ich eigentlich wirklich schade. Und deswegen werden es nicht so umfangreich machen, denke ich mal, aber werden so ein paar Häuser bauen, die auch natürlich Leuten gehören. Unsere Werkstatt, das wird, denke ich mal, werde ich zur Schmiede umbauen, ein bisschen schöner. Und werden wir dann auch uns auch so Namen ausdenken und so ein Zeug. Und hier oben, ich hätte ja gerne noch ein Schloss. Ich finde das ja immer geil, wenn das so eine schöne Trutzburg rundherum ist. Eine schöne Stadtmauer und so. Das finde ich halt sehr, sehr geil. Habe ich auch schon mal gemacht auf meiner PC-Version, die ich nicht Let's Player. Und das ist halt sehr, sehr geil. Ich könnte mal vielleicht mal ein paar Screenshots einfügen. Könnte ich mal machen. Vielleicht, vielleicht. Ja, ich verspreche es jetzt nicht. Hier hinten. Das Ding ist wieder oben. Ja, und ich denke mal, ich werde jetzt, bevor ich die Schmiede baue, werde ich kurz schlafen gehen und hier die eine Seite von dem Hühnerstall abreißen. Seid mir nicht böse, das machen wir jetzt einfach so. Weil eine Seite ist, ich finde, die Seite ist einfach zu viel. Werden wir uns noch einen schönen Bauernhof machen. Ich habe auch überlegt, ob ich das, den Hühnerstall in den Berg integriere. So, gucken wir mal. Die schöne Arbeit, die wir damit hatten, ne? Ganz schön ärgerlich. Aber ist nun mal so, leider. Die Gefühle haben Schweigepflicht. Ach nee, das war was anderes. Man kann nicht immer alles stehen lassen. Man muss sich auch von was trennen können. Machen wir einfach mal so. Nein, verflucht. Gut, dann baue ich es jetzt so zu. Und ja, hier nochmal zugebaut, konkret. Oh, konkret, das geht ja auch gar nicht mehr. Das Wort. So, da haben wir hier uns das schön hingebaut. Ja, und dann bauen wir uns wieder das auf. Auf, ab. Oder beides. Um das vielleicht ein bisschen zu verstecken oder so. Weil schön, sind wir ehrlich, schön ist das Bauwerk nicht. Ich habe auch überlegt, ob man da vielleicht das nochmal umbauen und statt dem Glasgitter reinmacht, vielleicht, dass das vielleicht ein bisschen besser passt durch einen gläserner Hühnerstall ist irgendwie fail, finde ich. Ja, wir schauen mal auf die Uhr. Oh, und die Zeit verfliegt wieder. Leute, es tut mir leid. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.